Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, und ihr seht's, es handelt sich immer noch um F1 2012. Aber heute mal mit einem neuen Modus, denn ich fange an mit dem Champions Modus. In dem geht's kurz gesagt darum, die 6 Weltmeister, die in der Formel 1 Saison 2012 mitgefahren sind, in einzelnen Challenges zu schlagen. Und am Ende nochmal gegen alle zusammenzufahren. Ja, denk mal, genaueres wird uns das Spiel jetzt hier noch erklären. Es geht auf jeden Fall erstmal mit Kimi Räikkönen los. Und ja, wir machen das Ganze auf schwierig. Wir gucken uns hier mal noch fix die Weltmeister an, natürlich. Ihr seht, unten wird uns auch immer erklärt, was wir zu machen haben. Kimi Räikkönen liegt vor dir, schließe zu ihm auf und überhole ihn. Relativ einfach eigentlich. Also, einfach zu verstehen, da sollte es keine Missverständnisse geben. Ja, und hier der ultimative Test. Tritt in Austin, Texas gegen alle 6 Champions an und besiege sie. Ja, das soll natürlich mal das Ziel sein. Halt, einmal zu weit geklickt. So, aber zuerst fordern wir den Iceman raus. Ja, mit wenig Emotion zeigt er sich da in seinem Einspieler. So, und wenn alles richtig ist, das muss ich aber gleich nochmal überprüfen, dann ist die Traktionskontrolle ausgeschaltet und auch ABS ausgeschaltet. Ich hoffe mal, dass das Spiel gespeichert hat, weil ich musste leider die letzte Aufnahme schon mal abbrechen, weil ich da nebenbei noch am Rendern war. Und es lädt und lädt und lädt. Jetzt haben wir es geschafft, natürlich. Kimi Räikkönen liegt vor den letzten Runden eines spannenden Rennens in Spa auf einem eher bescheidenen 7. Platz. Er hat sich während des gesamten Wochenendes über Reifenprobleme beklagt. Und hier kommt sein Teamkollege im 2. Lotus, der hinter ihm liegt, aber auf neuen, weichen Reifen unterwegs ist. Und er hat gute Chancen, in die Punkte zu fahren und es mit Kimi aufzunehmen. Wir können uns noch auf ein paar dramatische Runden freuen. So soll es geschehen. Also, wir sind jetzt hier in Spa auf Position 13. Kimi liegt auf 7 und ja, wir haben frische Reifen. Ich muss kurz hier Pause drücken. So, Fahrhilfen. Hätte ich gar nicht gedacht, hat sich so gar nicht angefühlt. Gut, fortsetzen, weiter geht's. Du hast die Chance, noch einen Platz rauszuholen. Benzingemisch 3. Benzingemisch 3. Oh, 4 Runden Reserve noch, na, wenn das nichts ist. So, wen haben wir jetzt hier? Nico Hülkenberg haben wir jetzt vor uns. Den sollten wir jetzt hier eigentlich hinter der S-Zone kassieren. Ja, relativ zäh. Ja, bekommt natürlich auch der S. So, Kobayashi jetzt vor uns. Aber dank der frischen, weichen Reifen geht das hier außenrum. Wunderbar. Jetzt haben wir wieder einen Force India vor uns, diesmal der ehemalige DTM-Pilot Paul Di Resta. Ja, den schnappen wir uns auch noch und dann wären wir schon mal in den Punkten. Was ja an und für sich erstmal nicht schlecht ist, aber sie ist natürlich nicht das Ziel, sondern wir wollen im gleichen Auto Kimi Räikkönen schlagen. Erstmal hier eine lilane Bestzeit. Es gibt also gleich noch die schnellste Rennrunde. Ja, bisher mit 2 Minuten
neuen Zehnteln nicht wirklich gut ist. So, jetzt das Beschleunigen. Ja. Jetzt sind wir vorbei. Und jetzt haben wir Nico Rosberg und einen Ferrari vor uns. Sebastian Vettel führt übrigens das Rennen an. So, jetzt mit der S an Nico Rosberg vorbei. Reicht's vielleicht noch, um uns hier am Massa vorbei zu bremsen? Ja, klasse. Klasse Geschichte. So, und damit schon Platz 8. Und der nächste ist dann Kimi Räikkönen. Eben jener welcher, den wir schlagen müssen. Und dafür haben wir noch etwas mehr als eine Runde Zeit. Wir sind jetzt in Runde 43 von 44. Das heißt, jetzt noch ziemlich genau anderthalb Runden. Da dürfen wir uns keine Fehler mehr leisten. Da vorne ist er schon zu sehen, biegt gerade in die Rechtskurve ab. Ja, wieder die lange Zeit. Oh, da hat er eventuell Probleme gehabt beim Überrunden, wenn ich das so richtig sehe. Wir werden hier keine Fahrernamen mehr angezeigt, das finde ich relativ schade. Ich wüsste schon gerne, wenn ich hier so überrunde. 53-4. Da ist er schon, Kimi Räikkönen in seinem Lotus Grand Prix. Und wir sind in der letzten Runde des Rennens. Rückstand betrug bei Startziel 1,9 Sekunden. Jetzt gibt es noch keinen DRS auf der langen Geraden. Jetzt das starke Anbremsen. Kimi Räikkönen wird immer deutlicher zu sehen. Mit seinen alten harten Reifen hat er hier auch im profischen Bereich ganz schön zu kämpfen. Und jetzt fast eine Sekunde aufgeholt. Und da sind wir schon dran, direkt im Renault-Getriebe. Ja, das möchte jetzt aber gut vorbereitet sein, keine überhastete Aktion. Oh, da rutscht der Arsch schon. Und vielleicht etwas zu viel Gas. Räikkönen jetzt schon mit Kampflinie. Ja, und da kann ich innen reinstechen. Da haben wir ihn quasi in einen Fehler getrieben. Er musste innen zumachen, dadurch halt schlechtere Beschleunigung am Kurvenausgang. Das nenne ich mal ein schönes Manöver. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen hier, was aber eigentlich uninteressant ist. Ja, da kann man auch noch mal einen kleinen Drift hinlegen. Ja, und es langt. Wir haben Kimi Räikkönen geschlagen. Damit den ersten Weltmeister schon mal versägt. Die Fahrer vergleichen ihre Leistung immer mit der ihres Teamkollegen. Und entsprechend war es wohl kein guter Tag für Kimi Räikkönen. Sein Teamkollege bei Lotus konnte ihn noch vor dem Rennende überholen. Ja, schön. Hätten wir es auch geschafft. Die Rückkehr des Iceman. Herzlichen Glückwunsch. Du erhältst eine Medaille, und zwar die goldene. Und damit haben wir Kimi Räikkönen geschlagen und die erste Challenge schon mal gemeistert. Ja, auch das würdigt man natürlich bei Lotus. Auch wenn da
im Hintergrund schon geputzt wird, man packt schon wieder zusammen und bereitet sich auf das nächste Rennen vor. Na, gewonnene Silbermedaille 0. Natürlich, wir wollen ja nur Goldmedaillen. So, die nächste Herausforderung ist Lewis Hamilton und das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin.